man den möchte gern Erdkeller ein bisschen erweitern. Dass ich da einen Teil der Keule unterbringen kann. Nicht ganz geile Schaufel. Ich locke das hier mit auf und mit dieser Platte kratze ich es dann raus. Das geht noch nicht ganz gut. Auch wenn hier nicht so viele Brummer sind, ein paar fliegen hier doch rum und ich will das wertvolle Lebensmittel hier nicht unnötig verschwenden oder belasten. Deswegen werde ich jetzt das Fleisch einpacken und zwar zum Teil in die Decke. Ich werde die Decke jetzt abziehen, also ein Stück aus der Decke schlagen, Blatt hinlegen, dann kommen die Blätter rauf, darauf dann das grob zerwirkte Fleisch. Dann wird alles eingerollt, ein großes Paket und eingegraben. Ich habe gerade schon ordentlich wieder gebuddelt. Es muss nicht ganz so tief sein, dass man das da komplett reinpacken kann, so wie beim ersten Keller, den ich gebuddelt habe. Es ist nur so, dass ich einfach alles bedecken will. Und wenn es dann in der Decke selber und in den Blättern eingewickelt ist und das schön zu ist, dann kann ich da einfach so Sand drauf tun. Und dann kommt da wenigstens kein Viehzeug ran. Also, erstmal die Decke ab. Das ist beim Reh ja relativ einfach. Muss das Blut unterlaufen.
Wenn ich das als Verpackung nehmen will, schneide ich das sauber, dass da wenig Fleisch dran ist. Kann man am Ende auch nochmal machen. Schon kleiner Brummer weggeflogen. Ich sehe aber noch nichts. Ja, das sind die Häute, die ab müssen. So tue ich die jetzt, die Stück Keule, in den Erdkeller. Oberschale, Nuss und Rest von irgendwas anderem. Für die hole ich erstmal noch mal ein paar neue Blätter und dann kommen die damit rein. So. Ich fliege. Numero uno. Streich. So. Jetzt hole ich noch ein Rindenstück, das stelle ich hier vor. Und dann kommt da wieder ein bisschen Erde vor. Dann können da keine scheiß Fliegen ran. Und es ist echt kühl. So, das habe ich eben von meinem Dach abgebaut.
jetzt. Hier unten langsam zumachen, da nicht zu viel reinfällt. So. Zack. Erdkeller dicht. So. Das ist auch ein Paket hier. So, deck das nochmal zusätzlich ab hier. Und hier unten noch ein. So, und dann schön andrücken. So. Ich war auch fertig für heute. Vollkommen im Arsch. Ich habe mein Bett da auch noch ein bisschen gepolstert, noch mehr Fichtenäste und Farn. Unglaublich, wie schnell das geht. Dass man einfach Energie verliert. Rucki zucki. Wenig getrunken, wenig gegessen. Fertig. So. Ich habe mir so ein paar Birkenstäbe genommen. Grüne natürlich. In der Hoffnung, dass die nicht durchschmoren. Da wollte ich das jetzt eigentlich drauf tun. Fangen wir mit dem Filet an. Vielleicht passt ja aber auch alles drauf. Schön platt. Kommt in die Mitte. Da ist noch Späne. Brauchen wir nicht. Und das andere Filet. So ein bisschen Haut dran hier. Mal los. All right.
So, ich bin im Bett. Bisschen was gegessen habe ich ja. Es ist wieder sternenklar. Ich schätze mal, dass es relativ kalt werden wird wieder. Aber ich habe mich ja hier eingebaut. Mal gucken, ob meine Matratze hier das bringt, was ich von ihr erhoffe. Und dann sehen wir uns in ein paar Stunden, wenn es wieder hell wird. Bis dann. Ja, es wird langsam wieder hell, die Sonne geht auf, es war wieder richtig schattig die Nacht, ich habe hier schön das Feuer leicht in Gang gehalten, wie ihr sehen könnt, habe ich auch meine Matratze, die ich ja erst hier hatte, hier runtergeholt, damit ich näher am Feuer sitzen kann. Ich habe wieder sehr wenig geschlafen, ich glaube keine Stunde, immer mal wieder für so ein paar Minuten. Das ist echt sehr anstrengend. Und ich habe mich auch entschieden, heute dann abzubrechen. Das heißt abzubrechen, das Projekt zu beenden. Es hat ja wunderbar geklappt gestern mit dem Bock. Ich konnte endlich einen Bock strecken und dann Teile davon essen. Ich werde die anderen Teile jetzt ausbuddeln aus dem Erdkeller, nenne ich es mal, um sie dann zu Hause fertig zu machen und das Fleisch dann vernünftig verwerten zu können. Ich möchte noch mal kurz die Ausrüstungsgegenstände durchsprechen. Die BBF 95 hat ihren Job gemacht. Damit konnte ich wunderbar den Bock strecken. Ich habe mit der Kugel geschossen, also mit der 308 geschossen, nicht mit der Brennecke. Eine super leichte, führige, kurze Waffe. Kimme und Korn passt mir super. Das Korn, könnt ihr vielleicht nochmal gucken hier, ein rotes Korn. Das ist halt deutlich einfacher, als wenn Kimme und Korn schwarz sind und man halt quasi nichts sieht oder den Unterschied schlecht sieht. In Dämmerung und so weiter ist das natürlich trotzdem mit Kim und Korn äußerst kompliziert und nicht gerade einfach, das sollte man dann am besten lassen und auch wirklich nur auf kurze Entfernung schießen. Also der Bock war jetzt auf vielleicht 30 Meter oder so. Da ist so eine offene Visierung durchaus brauchbar. Die Axt war die richtige Entscheidung, die Axt mitzunehmen, hat mir viele Sachen erleichtert, von jetzt Feuerholz holen für die Nacht bis hin zu einigen Sachen bauen und so weiter. Ich hätte mir sogar vorstellen können, alles mit der Axt zu machen. Die ist nämlich noch super scharf. Damit hätte ich auch das Reh aufbrechen können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Es ist natürlich mit dem Messer deutlich einfacher, aber die Axt ist richtig geil. Ich habe die schon super lange, bestimmt schon fast 20 Jahre. Ich habe die, glaube ich, mal zur Konfirmation gekriegt. Gensforce Axt. Richtig geiles Teil. Lässt sich super scharf machen. Und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Größe so. Für solche Sachen, für Hacken und Spalten. Ja. Gensforce Axt. Messer habe ich gerade schon angesprochen. Ist natürlich super wichtig, habe ich für zig Sachen hier gebraucht. Das Helle Nord aus Norwegen ist die Firma, die ich schon eingangs erwähnt habe. Es ist so, es für meinen Geschmack könnte die Klinge ein bisschen schmaler sein, aber ansonsten ist es super. Das Hacken war top, da habe ich ja diese ganzen Knöterich-Dinger mit abgeschlagen. Ist auch so, dass es jetzt ein bisschen an Schärfe natürlich eingebüßt hat, musste ja auch ganz schön arbeiten, aber es ist trotzdem immer noch hier unten ziemlich scharf und hier ganz oben in der Spitze auch. Es liegt super in der Hand, es ist super griffig, hat eine
eine gute Größe so für solche Aktionen. Helle Nord, ganz neues Messer. Dieses Jahr erst rausgekommen. Das werde ich jetzt zu Hause schön sauber machen und nochmal schärfen. Richtig geil. Man kann mit dem Fingernagel, wenn man hier über die Klinge zieht, gucken, ob da so Macken drin sind. Aber da spürt man keine Delle, kein Kratzer, nichts. Das spricht auch für das Messer. Man sieht auch, das ist durchgängiger Stahl, also im Griff drin. In der, so einer Lederhülle hier. Kommen wir zu dem Ausrüstungsgegenstand, der mir am meisten Nerven gekostet hat oder mich fertig gemacht hat. Der Wasserfilter, der ging am Anfang richtig schlecht. War ich kurz davor, das ganze Ding frühzeitig abzubrechen und aufzuhören, weil Wasser war bei den Temperaturen einfach das Allerwichtigste. Und es ist so, dass hier unten dieser Filter, wo das Wasser durchgedrückt wird, dieses orangene Ding, der hatte sich wahrscheinlich zugesetzt mit Sand oder so von dieser einen Pfütze, wo ich am Anfang versucht habe, Wasser rauszunehmen, und dementsprechend ging das super schwer, da durch zu filtern. Ich habe das dann aber mit viel Druck und ein paar Mal da am Bach gemacht und dann ging es deutlich besser. Man kann die Dinger hier auch einfach abdrehen. Kann ich aber machen, ich brauche das Wasser jetzt eh nicht mehr. Das ist der Filter. Den kann man, wie ihr sehen könnt, ziemlich leicht abdrehen und auch austauschen. Das heißt, es gibt ein Wechselfiltersystem dafür. Nach, keine Ahnung, wie viel zig Liter soll man den sowieso wechseln, damit man wieder die volle Filterkraft hat. Das werde ich mir auf jeden Fall mal holen, so ein Teil, und dann checken, ob es nicht deutlich besser geht mit einem neuen Filter. Das kann man hier einfach wieder aufdrehen, rastet ein und dann ist er dicht. Zum Feuerstahl brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Das ist das gleiche Ding, wie ich beim ersten Mal schon dabei hatte. Das Ding funktioniert immer, egal bei welchen Wetterlagen. Ich kippe hier jetzt mal ein bisschen Wasser rein, damit das Feuer dann auch ausgeht. Ich mache da gleich noch den ganzen Sand drauf. Unten, es steht auch immer noch ein bisschen Wasser drin. So. Also alles in allem ein Wasserfilter, der mir von der Bauart gut gefällt, weil man eben diese beiden Gefäße hat. Und gerade in solchen Situationen konnte ich dann halt die doppelte Wassermenge mitnehmen, dass ich nicht so oft da hinten hinlaufen musste. Das war super praktisch. Und wenn der Filter frei ist, dann scheint es auch deutlich besser zu funktionieren. Und dann geht es auch schneller und nicht mit ganz so viel Kraft. Ich hoffe, euch hat das Ganze genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war wieder super spannend zu sehen, wie sehr man abhängig ist von diesen Temperaturen, was der Mensch tatsächlich alles ausgleichen muss, weil er es von Natur einfach nicht kann. Also kein Fell und so weiter, das uns vor der Kälte schützt. Und als es warm war, ist man super schnell fertig gewesen, weil man auch wenig Wasser hatte. Und ja, das ist immer wieder erstaunlich, welche Maßnahmen man alle ergreifen muss, um diese ganzen Temperaturen auszugleichen. Ich kann noch ein bisschen was zu den Klamotten sagen. Also die Meindl Island hier, dieses Knarzen, das werdet ihr in den Videos wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben. Das ist ein bisschen nervig für die Temperaturen, natürlich angenehm. Die sind nicht groß gefüttert. Dann habe ich hier eine Seeland Hawker, heißt die Hose, glaube ich. Die ist schon richtig abgerockt. Hier ist auch jetzt ein Loch reingekommen. Die Taschen habe ich hier schon genäht, diese Dinger. Die wird wahrscheinlich auch nicht mehr allzu alt werden. Die habe ich sehr oft angehabt,
habe ich echt viel getragen. Fällt mir nicht gut, ist nicht ganz dünn und ist nicht so ein super dicke Hose, ist also so ein Mittelding und super angenehm zu tragen. Mal gucken, ob ich die nochmal irgendwie wiederkriege. Die Taschen sind groß, also sowohl die Seitentasche als auch die normalen Beintaschen, was mir immer ganz wichtig ist, dass ich da viele Sachen unterkriege. Der Smog hatte jetzt keinen Regeneinsatz, weil es nicht wirklich groß geregnet hatte. Aber er ist natürlich angenehm, wenn man auf so einer Matratze liegt, dass man da was drunter hat, dass es nicht so sehr durchpiekt. Dann hatte ich hier so ein Langarm-Shirt, dieses Blaser-Ding, ein T-Shirt und diesen Schlauchschal und natürlich meine Cappy. Die sieht auch schon ganz schön abgerockt aus. Das war's soweit. Ich werde jetzt das Fleisch ausgraben, alle Sachen packen und dann mich langsam aus dem Wald bewegen. Natürlich das Feuer hier komplett ausmachen, mit Sand abdecken, checken, dass das alles safe ist. Ja, war cool. Also die Basteleien haben mir sehr viel Spaß gemacht. Diese Gefäße bauen war eine coole Sache. Das hatte ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Das ist echt, sowas macht mir Spaß. Falls ihr so ein Basteleien cool findet, es gibt noch sehr viel weitere Sachen, die man gut basteln kann und die ich euch in einem Video mal zeigen könnte, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt. Dann könnte ich mal irgendwas anderes schnitzen. Man könnte auch mal ein Gefäß aus einem Holzstamm rausbauen, dass man da nur mit Messer und Axt oder Messer und Säge oder so ein Gefäß aus einem Rundholz einfach arbeitet. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Eine Schaufel, ich habe jetzt ja nur diese Leiste von der Wurzel gehabt, wo ich mitgegraben habe, aber man kann auch eine Schaufel richtig bauen. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie gesagt, die auch Spaß machen. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt genauso gut gefallen wie mir. Und die Videos haben euch natürlich auch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nochmal sehen wollt bei einer anderen Situation oder in einer anderen Jahreszeit oder welche Ausrüstungsgegenstände auf jeden Fall dabei sein sollten. Ich bin auf jeden Fall oder ich freue mich auf jeden Fall über einen Austausch mit euch darüber. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auf einer Messe, auf einem Gehtester-Event oder auf irgendeiner Jagd. Und ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Video.